Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Stefan Glaser, Pfarrer in Lustnau, und ich grüße Sie herzlich zur Tübinger Telefonandacht. Und ich möchte Sie gleich zu Beginn fragen, haben Sie heute schon gesungen oder ist Ihnen nicht nach Singen zumute? Die heutige Tageslosung führt uns zu einem singenden König. Hiskia war 725 bis 697 vor Christi Geburt König von Juda. Es war keine einfache Zeit. Die Stadt belagert vom Großreich der Assyrer. Keiner würde mehr einen Pfifferling auf Jerusalem wetten. Aber dank Gottes Hilfe wurde die Stadt verschont. Doch das war noch nicht alles. Hiskia wird krank. Jesaja, der Prophet, sagt zu ihm: Hiskia, es ist vorbei. Regle, was zu regeln ist. Denke daran, Abschied zu nehmen. Dein Leben geht zu Ende. Hiskia sträubt sich dagegen. Er ist noch nicht so weit, um Abschied zu nehmen. Er ist noch nicht alt und lebenssatt, wie es oft über Menschen in der Bibel heißt. Er betet zu Gott, er klagt, er weint. Und Gott erhört sein Flehen und schenkt ihm weitere 15 Jahre. Hiskia ist dankbar. Er singt ein Lied von der Treue Gottes. Und dann heißt es mit der heutigen Tageslosung aus Jesaja 38, Vers 19: Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Hiskia hat die Treue Gottes gespürt mit der Rettung Jerusalems und mit seiner Genesung. Und er gibt diese Erfahrung weiter. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Eltern geben weiter, was sie erfahren haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und vielleicht erinnert die Tageslosung als erstes daran, wie wichtig der Austausch zwischen den Generationen ist. Dass man vom eigenen, oft engen und selbstbezogenen Blickwinkel wegkommt und andere Erfahrungen mit in den Blick kommen. Dass man sich in einer Gemeinschaft sieht mit denen, die vor uns waren oder sind, und denen, die nach uns kommen. Und das andere ist, von der Treue Gottes zu reden. Hiskia hat rettende Erfahrungen gemacht. Ihm fällt es leicht, diese Treue zu spüren. Die Stadt ist gerettet. Er ist genesen von der todbringenden Krankheit. Solche Rettungserfahrungen sind nicht allen von uns gegeben. Manchen ist nicht nach Singen zumute, weil sie eben nicht wissen, wohin sie der Weg führt. Aber Gottes Treue lässt sich nicht daran ablesen, ob jemand krank oder gesund ist. Gottes Treue lässt sich daran ablesen, dass Gott einen begleitet und das eben nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens, sondern gerade da, wo der Weg durch ein finsteres Tal führt, dass man darauf vertrauen kann. Du bist bei mir. Du bist da. Du, Gott, lässt mich nicht allein. Ich komme noch einmal auf meine Frage zu Beginn zurück. Haben Sie heute schon gesungen oder ist Ihnen nicht nach Singen zumute? Vielleicht haben Sie Freude daran, im Gesangbuch die Nummer 665 aufzuschlagen und mit Gerhard Fritsches Worten zu singen oder zu beten. Gelobt sei deine Treue, die jeden Morgen neu uns in den Mantel deiner Liebe hüllt, die jeden Abend wieder, wenn schwer die Augenlider, das Herz mit Frieden füllt.